Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen, wenn meine Stimme nicht so ist wie sonst. Ich bin ziemlich erkältet, habe Halsschmerzen, bin mit Fieber da, aber ich werde das Video natürlich gerne machen für die Fangemeinschaft und für die Community. Heute sprechen wir vor allem über Zottel zockt und Pushgab, deswegen legen wir auch gleich los mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update, wie gesagt von Zottel zockt, kommt für den Schweinefuttermischer, Downloadgröße 4,26 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fehler beim Balancing behoben, Fabrik war zu teuer für die erzielbare Produktionsmenge, Kapazitäten erhöht, Zyklen erhöht, Menge pro Zyklus angehoben. Das nächste Update kommt für den John Deere 5080A Series von JA Modding, Downloadgröße 30,06 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Einstellung der Bremskraft, einen eigenen Farbton des Glases hinzugefügt mit optionalen Zwillingsreifen hinten. Die nächsten drei Updates kommen von Pushgab, und zwar zum ersten den Schwattkreisel, Downloadgröße 3,67 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Problem mit verschiedenen Graseffekten behoben, Problem mit dem Kameradrehen im Laden behoben. Das nächste Update von Pushgab ist dafür den Rostelmarsch Akros 595, Downloadgröße 28,15 MB jetzt in der Version von 2.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Korrektur der englischen Übersetzungen, Problem mit langsamem Bremsen behoben. Und sein letztes Update ist auch gleich das letzte Update für heute, und zwar kommt das für die Lizard-Scheibenecke 2.5, Downloadgröße 5,39 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neue Konfiguration hinzugefügt, neue Farben hinzugefügt, kleine Fehler behoben. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese Real Dashboard, kommt von Permas Modding und Thunder, Downloadgröße 21 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Mit dem Real Dashboard Script können Sie ein Tablet verwenden, das in den aktuellen Führerstand die Füllmasse und die Fülldichte aller internen und angeschlossenen Fülleinheiten innerhalb der Kabine anzeigt. Fahrzeuge müssen speziell für die Funktion des Scripts vorbereitet werden. Ein Führer ist enthalten, um es zu einem Fahrzeug hinzuzufügen. Also das heißt hier, das SDK ist auf GitHub verfügbar und wahrscheinlich auch in der XML ist da wahrscheinlich auch eine Beschreibung drin. Die nächste neue Mod heißt TLX 9000 Series, kommt von 82 Studio, Downloadgröße 56,85 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser in zwei Ausführungen, zum einen der TLX 9000. Dieser kommt erstmal mit einer Leistung von 620 PS, wird T9 oder Shift oder automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 580 Litern, 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 18,4 Tonnen und kostet 118.200 Euro. Wie gewohnt bei 82 Studio gibt es hier enorm viele Konfigurationsmöglichkeiten. Ich hoffe, dass ich keine übergehe und deswegen starten wir gleich mit den Konfigurationen. Hier gibt es einmal eine Verlängerung 1, 2, 3 oder Jahrgang, wie auch immer das zu verstehen ist. Dann gibt es die USA-Version, blaue Energieversion und zurück zu der Standardversion. Das sind einfach so Grundkonfigurationskonzepte. Dann gibt es die Reifenhersteller Continental, gibt es die Zweiachs- oder Dreiachs-Version und zwar hinten. Dasselbe gibt es in einer wahrscheinlich angehobenen Version, wo auch die dritte Achse dabei ist. Dann von Phoenix gibt es die Zweiachs-Version, die Dreiachs-Version und die rote Version, was auch immer dies bedeutet. Dann gibt es von Trilex dasselbe in der Zweiachs- und Dreiachs- plus roten Version und so weiter. Das geht so durch, Vintage. Dann gibt es Friedestein, das sieht sehr gut aus. Friedestein Zweiachs, die Dreiachs-Version. Dann gibt es die Nokian und so weiter. Da kann man sich durchgehen, was man gerne hätte. Standard bei der Reifenvarianten gibt es Standard 2, Schwerlast, dann gibt es zurück zu Standard. Sondereditionen, das sind wir uns gewohnt, gibt es zum einen hier das Silver B, dann gibt es die Black Bell, Sad Bell, die Copper Faction, dann Jahrgang, die USA-Version und die blaue Energie-Version. Wir nehmen hier mal die Copper Faction, dann gibt es Fenstertönung, gibt es in zwei Stufen, Mittel, Dunkel oder Normal.
Dann beim Auspuff gibt es Standard, doppelt gerade mit Klappen, geht dann mal ein bisschen mehr näher ran, also mit Klappen, doppelt gerade gewinkelt, Doppelstapel, Doppelstapel hoch und zurück zu Standard. Stoßstange gibt es auch, natürlich Standard, ja, Standard 2, das ist hier vorne natürlich. Und das Einzige, was ich sehe, was sich ändert, ist hier noch an der Ecke noch was hinzukommt. Das ist alles, was ich sehe, was hier für eine Änderung kommt. Stoßstange 1 und Stoßstange 1, 2 und 3, 4. Da gibt es verschiedenste Versionen, wo man durchgehen kann. Dann gibt es bei den Kotflügeln natürlich entweder hinten oder Standard. Die Beleuchtung, da gibt es hier Design 1, Kotflügel und so weiter. Ihr wisst, bei 82 Studer gibt es immer sehr viele Optionen. Da gehen wir jetzt nicht alle durch. Dann Beleuchtung, Design 1, 2. Das kommt aber erst zum Zuge, wenn man den Fahrerhausschutz aufgebaut hat. Da gibt es Fahrerschutz 1, 2, dann gibt es Design 2 und so weiter. Da gibt es verschiedene Optionen. Und zurück zur Beleuchtung. Dann sehen wir hier, dass sich hier die Beleuchtungsart ändert, wenn man hier eben den Führerhausschutz angebracht hat. Schutzblende hier vorne, das ist klar. Design 2 und da gibt es diese Versionen. Notlichtleiste heißt hier natürlich Rundumleuchte, klassisch. Blinklichter, nein, das sind die Versionen. Scheinwerfer gibt es die Design 1 und 2. Das ist hier vorne, das ist hier. Dann Kapazität gibt es, was die Tankbefüllung angeht. Standard 580 Liter an Diesel. Dann gibt es die Kapazität 2, auch 580, Kapazität 800, 1000. Vorsicht, wenn ihr hier eine kurze Version wählt, dann überschneidet sich der Tank mit den Rädern, sieht ein bisschen komisch aus. Ne? Also da können wir das so verändern, bis zu maximal 1000 Liter. Vinyls, das sind die Verzierungen, gibt es natürlich hier verschiedene Versionen. Das sind wir gewohnt bei 82 Studio. Da könnt ihr durchgehen, wie ihr lustig seid. Natürlich vor allem amerikanisch angehaucht. Dann Kotflügel für die dritte Achse, wenn die angebracht ist. Kann man hinzubauen, ja oder nein. Ist die jetzt nicht angebracht. Motorenausführung gibt es die 620er Version mit 620 PS. Die 620 Plus Version, das ist dann 700 PS. Dann gibt es die 995 PS. Das ist dann 995 PS. Und die Maximalgeschwindigkeit von 125 km/h. Und nach gibt es dann noch eine Version 1985, das sind 1985 PS mit der Höchstgeschwindigkeit von 208 km/h. Und wenn es immer noch nicht genug ist, da hat noch die 2010 Version mit 2010 PS und mit der Maximalgeschwindigkeit von 150 km/h. T-Schienen, das ist hinten, das wird angebracht hier, ja oder nein. Lufteinlässe habe ich nicht herausgefunden, was die und wo die das beeinflussen. Vielleicht hier vorne. Ich habe es also nicht herausfinden können. Dann untere Auspuffanlagen gibt es natürlich noch hier hinten. Einmal Standard. Das ist dann noch zusätzliche Auspuffanlagen hier unten. Kann es kaum erkennen, aber es ist also hier unten. Dann Interieurfarben. Also könnt ihr auswählen zwischen Design 1, also ja, 2, 3. Dann bei der Innenausstattung gibt es ja oder nein. Das fügt dann einfach ein paar Sachen hinten noch hinzu. Also wir sehen das danach gleich. Beifahrer kann auch hinzugebaut werden, falls das gewünscht ist. Also wenn man einen Beifahrer haben möchte oder wenn die Option freigegeben werden soll. Der Rahmen ist klar. Das ist natürlich der Aufsatz. Das ist diese Färbung hier bei der Farbeinheitsgabe. Und dann bei den Einzelheiten 2, nehmen wir da mal Orange, mal kurz gucken, was das ausmacht. Kann ich jetzt gerade nichts erkennen, vielleicht ist es einfach irgendein Aufbau. Dann gibt es bei der Kabine, das ist klar, das ist die Kabine an sich. Auch hier gibt es Einzelheiten, nehmen wir auch noch eine Farbe, das sind dann die Dekorationen. LKW-Dach, also das Dach kann auch entsprechend gefärbt werden. Dann gibt es die Schutzbleche, die können natürlich auch entsprechend gefärbt werden. Und die Felgenfarbe, da haben wir natürlich alle Chrom- und Nicht-Chrom- und Co-Perfection-Möglichkeiten, wie man das gewohnt sind bei 82 Studio.
Dann gibt es noch die 3406er Serie. Ich habe bisher noch nicht herausgefunden in dieser kurzen Zeit, was hier der Unterschied ist. Auf jeden Fall gibt es auch noch diese Option. Von der Leistung und so weiter hat es keinen Einfluss gehabt. Ich bin ein bisschen überfragt, weil die 1985 PS Version wird angezeigt zu 108 km/h. Ist die Maximalgeschwindigkeit und bei der stärkeren Version ist es 155 km/h. So, und wenn wir jetzt hier einsteigen, können wir erkennen, dass das mit der Höchstgeschwindigkeit bei der 2010er Version tatsächlich falsch ist, denn hier wird 255 angegeben. Ja gut, ein LKW mit 255 PS, das weiß ich einfach nicht. Hier können wir sehen, wie die Innenausstattung, die Dekoration ausschaut, die wir vorhin hinzugefügt haben. Hier hat man sehr viel Platz. Ja, ist in Ordnung. Ich finde es von der Auflösung her ist es ja nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja etwas, was von 82 Studio kommt. Wir kommen zum Schönmar Zubringerpack von Vertex Design. Downloadgröße 61,22 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen Elementen. Wir haben zum einmal den TAH, das ist der komplette Tank inklusive dem Dolly vorne, 26 Kubikmeter fast. Dieser wiegt 8,7 Tonnen, braucht 200 PS und kostet 102.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Continental und Deolus. Dann gibt es hier Breitreifen und normale Version. Dann kann hinzugebaut werden der Saug- und oder Überladearm. Einmal den Saugarm oben, also der Überladearm. Dann den Saugarm an der Seite oder die Kombination von beidem. Kotflügel können hinzugebaut werden, ja oder nein. Standard schmal, dann breit und auf die Straßenversion. Dann können hinten noch Reflektoren angebracht werden. Das Logo kann gewählt werden zwischen dem alten und dem neuen Logo. Das Design gibt es in Schwarz oder in Grün. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus diesen vier Farben hier. Dann gibt es den Sattelauflieger. Das ist dasselbe Fass, nur eben ohne Dolly. Das ist überall dasselbe, außer der Leistungsanforderung. Hier braucht es 180 PS und ist natürlich ein bisschen leichter. Und wem das separat haben möchte, kann auch noch den Dolly separat kaufen. 2,8 Tonnen wiegt dieser und kostet 9.000 Euro. Die anderen Optionen haben wir ja alle schon gesehen. Deswegen würde ich mir sagen, schauen wir den mal kurz von außen kurz an. Also ich bin immer begeistert von der Qualität von Vertex Designs Modellen. Das ist alles so detailgetreu und so liebevoll gemacht. Also man sieht jede Schraube, es ist alles also super perfekt. Und auch die Texturierung ist perfekt und hervorragend gemacht. Wir kommen zum Rinderpflegestand. Dieser kommt von MS Modding, Downloadgröße 5,4 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einem Gewicht von 490 Kilo und kostet 3.200 Euro. Dieser wird an einem Teleskoplader angebracht und damit kann man simulationsmäßig ein Rind transportieren, vielleicht zum Veterinär, zum Tierarzt bringen. Ist aber rein nur dekorativer Natur, also dies ist nicht so, dass sich da physisch ein Rind reinbringt und man kann es auch nicht von A nach B bringen, sondern ist eher als Rollenspielelement gedacht. Der Amazoner Tenio 3000 Super ist die nächste neue Mod, kommt von Michael, Downloadgröße 12,48 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ein Grubber, natürlich, mit dem Gewicht von 1,7 Meter, braucht 105 PS, hat eine Arbeitsbreite von, das gab es schon lange nicht mehr, von 3 Metern. 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit, kostet 14.500 Euro. Und ja, kann umgebaut werden. Hier die Zinken können umgebaut werden. Das sind die Zinken hier unten mit der Scharspitze 80 mm HD, 100 mm, dann 320 mm und 350 mm. Dann die Walze kann getauscht werden mit der SW6H100, der KW580, UW580 und zurück von der TW520. Das sind die Optionen, die wir hier haben. Da kann man dieses umbauen. Ich glaube nicht, dass es einen Einfluss hat auf die Grubberqualität, ist aber rein optisch gesehen sicher perfekt und hervorragend gemacht, sicher auch sehr naturgetreu nachempfunden.
Wir kommen zum Janpol 600. Diese kommt von QWERTY.pl und Patalogia. Downloadgröße 3,9 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist ein Mineraldünger-Kalkstreuer mit dem Standardladevolumen von 600 Litern, wiegt 180 Kilo, hat die Streuweite von 24 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h und kostet 4.500 Euro. Der Aufbau kann erweitert werden von 600 auf 800 und auf 1000 Liter. Die Hauptfarbe kann gewählt werden von dieser Farbpalette hier. Das ist der Aufbau, also der Untersatz, das ist also die Struktur. Die Designfarbe kann gewählt werden und das ist dieselbe Farbpalette, ist im Prinzip der Streuer an sich. Und die Designfarbe 2, das ist im Prinzip dann der Aufsatz, also der Aufbau an sich hier. Die nächste neue Mod heißt Holzlager, kommt von 19 Blue Dragon 83, Downloadgröße 0,28 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos, ist dieses Gebäude hier, dabei wird natürlich dann Holz gelagert. Wird vorausgesetzt, dass man Revamp eingebaut hat, das heißt mit drauf hat, daher ist es auch nur für PC und Mac. Kostenpunkt zum Platzieren dieses Lagers 50.000 Euro, Kapazität 1 Million Liter und die Unterhaltskosten pro Tag sind 50 Euro. Hier kann man das Lager verwalten, sobald was drin ist. Hier ist natürlich der typische Abladetrieb fürs Holz. Ja, das ist also dieses Lager hier. Wir kommen zu der Baumschule. Diese kommt ebenfalls von 19 Blue Dragon 83, Downloadgröße 1,1 MB in der Version von 1.0 und ist ebenfalls für PC und Mac. Ist natürlich zu finden unter Produktion und Plantagen. Ist dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 10.000 Euro. Hier werden die erforderlichen Güter abgeladen und hier kommen dann die Setzlinge raus. Die Verwaltung wird hier gemacht, also beim Logo von Revamp. Hier schauen wir mal rein. Das Rezept ist natürlich klar. Es gibt Setzlinge aus 25 Einheiten an Saatgut. Das kann erhöht werden, indem das Mist und oder Pflanzenschutzmittel hinzugegeben wird. Damit wird der Ausstoß natürlich erhöht. Die nächste neue Mod heißt Do It Yourself Corn Maze, kommt von Squiggle. Downloadgröße 0,93 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dies ist zu finden natürlich im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Das sind diese Elemente hier. Hier kann man sein eigenes Kornlabyrinth erstellen. Hier Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 5 und 35 Euro. Diese ist natürlich klar. Unterhaltskosten pro Tag pro Einheit hier 0 Euro. Das hat keinen Unterhaltskosten. Aber hier kann man so sein eigenes Labyrinth erstellen. Die nächste neue Mod heißt Sägewerk, kommt von Happy Mole, Downloadgröße 9,02 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieses Gebäude hier, zu finden natürlich unter Produktion und Fabriken, ist dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren 35.000 Euro und es ist natürlich ein Sägewerk, wie schon gesagt. Hier wird von Holz hergestellt natürlich Bretter und Hackschnitzel, das ist im Prinzip so wie das in jedem anderen Sägewerk auch ist, das ist diese Sägemühle hier. Ist ein schönes Gebäude, schön gemacht. Die nächste neue Mod heißt Familienheim vom Zero Euto. Downloadgröße 9,61 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich unter Gebäude und Farmhäuser. Ist dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren, 50.000 Euro. Und das kann man betreten. Hier kann man reingehen. Hier hat man die Kleidungstrigger und den Schlaftrigger. Hier geht man dann in das andere Teil des Hauses rein. Dann gibt es hier die Lichtfunktion für die ganze Wohnung oder für das ganze Haus. Hier drüben geht es raus. Hier kann man rausgehen, im Prinzip zum Hinteren des Hauses. Und hier gibt es noch eine Garage, die man natürlich nutzen kann. Die ist auch etwas ausgestattet. Licht gibt es hier noch nicht. Gibt es auch noch mehr Sachen hier hinten. Das ist also sehr originell gemacht hier, die Lösung. Und ein kleiner Tipp für alle die, die gerne noch ein bisschen Kohle haben möchten, damit sie ihren Traumtraktor kaufen können. Hier reingehen und da findet ihr eine ganze Tonne voll mit 100 Dollar. Oh, was auch immer, stapelweise. Ein Fass voll Kohle.
Die nächste neue Mod heißt Unterirdisches Lager, kommt von Akimobil, Downloadgröße 7,74 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist zu finden im Baumenü natürlich unter Gebäude und Silos. Ist dieses unterirdische Lager hier, Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro. Und hier kann im Prinzip alles, was hier so ist, kann man hier unterirdisch lagern. Es gibt Platz für 1 Million Liter pro Einheit, was reingeht, also 1 Million Liter von jeder Fruchtart, die hier rein kann. Das ist im Prinzip ein Multifruchtsilo, unterirdisch schön gemacht, mal was anderes, super schön. Wir kommen zu der Getreide-Silo-Anlage von Dutch Modding. Downloadgröße 12,81 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden unter Produktion und Verkaufsstellen. Das ist dieses Gebäude hier. Kostenpunkt zum Platzieren 500.000 Euro. Und hier können abhängig von der Karte alle Fruchttypen verkauft werden. Ist im Prinzip ein Verkaufspunkt. Grain Elevator. Ja, viel gibt es hier nicht zu sagen. Ist halt diese Sache hier, riesengroßes Teil, viel Platz wird da gebraucht. Ist ein teurer Spaß, aber natürlich kann man hier natürlich das Geld dann auch wieder verdienen. Wir kommen zu der Hopfenplantage und diese kommt von Zottel Zockt. Downloadgröße 13,84 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich unter Produktion und Fabriken. Ist diese Plantage hier, Kostenpunkt zum Platzieren 55.000 Euro. Und hier können Sachen natürlich eingelagert werden, hinzugebracht werden. Wir schauen uns die Rezepte mal an. Also es kann Hopfen hergestellt werden aus natürlich Saatgut, Wasser, dann Mineraldünger und Kompost. Daraus gibt es dann Hopfen und Hopfenpellets. Dann können natürlich Hopfenpellets hergestellt werden. Da wird der Hopfen, den man produziert hat, eben als Pellet hergestellt. Da hier kann die Sachen natürlich gespawnt werden, wenn man das so möchte. Hier ist natürlich der Auspunkt, also wo dann die Pellets abgeholt werden. Und wie gewohnt bei Zottel Zockt gibt es hier Möglichkeiten, einige Sachen ein- oder auszublenden. Hier ist das Licht. Und hier können die Trigger ausgeblendet werden. Wenn man hier zu diesem roten geht, kann man hier einschalten und dann kommen... diese No-Spawn hin, also das ist im Prinzip, dass der Spawnplatz frei bleibt und dann hat man eben diese Sachen so. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod und natürlich auch zu der letzten Mod von Zottel Zockt für heute. Und zwar ist das die Malzproduktion. Downloadgröße 4,01 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Natürlich zu finden unter Produktion und Fabriken ist dieses Gebäude hier. Kostenpunkt zum Platzieren 215.000 Euro. Und hier kann wieder auch hier Sachen reingefüllt werden. Achtung, wenn man das einfüllen möchte, muss man die Klappe hier öffnen. Wir gehen mal hinten rum und wir können hier das Menü finden. Hier ist es klar, dass wir hier herstellen können Weizenmalz, Gerstenmalz und Maismalz. Und zwar, da braucht man Wasser und natürlich dann die entsprechende Getreideart dazu. Und dazu davon gibt es eben dann Weizenmalz, Gerstenmalz und Maismalz. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeiten, Sachen ein- oder auszuschalten. Das ist wieder das Licht. Sollten wir alle Trigger weg haben. Auch dieses ganze Plakat hier ist weggegangen. Die Trigger sind auch weg. Ja, so viel zu dieser Mod von Zottel Zockt, der heute wieder 2 neue Mods gebracht hat, plus ein Update. Hervorragend, Zottel Zockt, mach weiter so. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich entschuldige mich nochmal, wenn die Qualität nicht so ist wie normal, weil, ja, wie gesagt, also ich bin wirklich vergrippt. Ich habe wirklich starke Halsschmerzen. Es kostet mich fast 2 Stunden, dieses Video zu drehen, immer wieder zu schneiden, immer auszuruhen und dann wieder und so weiter. Es waren 2 Stunden, die ich hier investiert habe. Und jetzt gehe ich dann wieder mich pflegen. Daher ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Lass doch gerne deinen Daumen da, wenn dir das Video gefallen hat. Möchtest du keine weiteren Inhalte dieser Art verpassen, dann hol dir das kostenfreie Abo ab. Möchtest du unseren Kanal unterstützen, dann kannst du dies gerne tun, indem du Mitglied wirst oder halt auch eine Spende abgibst. In diesem Falle möchte ich sagen, habt einen schönen Tag noch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss und hasta luego.